mein Sieg 2011 war definitiv ein Gänsehautmoment für mich. Ich habe es geliebt, schnell Tennis zu spielen, schnelle Autos zu fahren. Dann natürlich den neuen Elfer zu gewinnen. Und dafür habe ich jetzt natürlich explizit auch Zeit, den bei super Wetter und tollen Ausflügen zu genießen. Ich finde, Porsche Drive Rental gibt eine super Möglichkeit für die Leute, die sich nicht einen Porsche unbedingt leisten können oder auch vielleicht nicht kaufen wollen, aber gerne das Erlebnis erleben möchten. Ich habe die Möglichkeit, entweder auch vielleicht meinen Freunden einfach ein Geschenk zu machen. Hey, macht doch einen schönen Ausflug übers Wochenende, mietet euch einen Porsche, hier ist ein schöner Gutschein. Ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten und das finde ich total klasse. Jedes Jahr erstmal, wenn ich zurückkomme in die Porsche Arena, ist für mich immer was Besonderes. Die Atmosphäre, die die Zuschauer bringen, ist für mich hier einer der besten im ganzen Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Erlebnisse als Social Media Reporterin sind sehr, sehr positiv gewesen. Es hat mir total viel Spaß gemacht, hier zurückzukommen und die Leute mal zu interviewen und vielleicht auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel die Sachen zu erzählen. Für mich ist Porsche Rental Konzept sehr, sehr stimmig. Es ist jetzt nicht so typisch, dass du sagst, hey, ich miete mir etwas am Flughafen, sondern ich komme direkt auch noch mal mit den Autos, wie hier mit dem Museum auch in Verbindung. Ich habe definitiv schon mehrere Modelle ausprobiert bei Porsche. Ich glaube, dass jeder so explizit etwas für sich mitbringt.